Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Da geht es jetzt um nicht viel, aber ein Spiel zwischen diesen beiden Top-Teams ist immer ein Genuss. Na klar ist das heute ein Spiel, bei dem die ganz große Spannung nicht da ist, weil es nicht um Titel geht. Aber ich glaube, wer den Fußball liebt, der sagt, yo, diese Begegnung will ich auf jeden Fall sehen. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Die Schweiz gegen Deutschland. Kimmich. Ein hochinteressanter Ball. Richtige Entscheidung, Einwurf. Wirtz. Ja gut, der Ballbesitz ist enorm, aber Torgefahr sieht anders aus. Andrich. Kimmich. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Toni Kroos ist das Paradebeispiel für einen modernen Mittelfeldspieler. Er ist Passgeber, er bereitet vor, er schließt selbst ab. Er ist so etwas. Er packt einen aus. Tor für die Schweiz. Fantastisch. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Mal sehen, ob sie jetzt auf die Konzentration. Er bringt ihn. Chance gesehen und genutzt. Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Absolut beeindruckend. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Und damit steht es 2:0. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Das ist Gündogan. Der war wichtig. Er versucht's. Ganz feine Technik. Das ist die Möglichkeit. Da wackelt das Netz. Willkommen zurück. Ein Tor fehlt noch. Von wegen, das Ding wäre durch gewesen. Sommer war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation ab. Aber ein klasse Mann, der ahnt das Ganze. Der setzt nach und dafür wird er belohnt. Und damit brauchen sie nur noch eins. Du hast sie eben erst besiegt, wenn sie unter der Dusche sind. Jetzt bin ich gespannt, was noch geht.
Musiala. Shaqiri. Bislang ist die Führung okay und gleich ist ja auch Pause. Akanji. Okafor. Musiala. Das ist Andrich. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Raus auf die linke Bahn. Und Doi. Ein guter Ball und sie sind durch. Rüdiger sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Toni Kroos. Und raus, nach rechts. Die Reingabe, wie er sich hochschraubt. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Wir dürfen uns nicht beklagen über das, was wir hier im ersten Durchgang gesehen haben. Und das macht natürlich Appetit im Hinblick auf die zweite Halbzeit. Wir wünschen uns weitere Tore und wir wünschen uns natürlich, dass es spannend bleibt. Die Schweiz geht mit einer knappen Führung in die Kabine. Hier ist noch alles möglich in diesem Spiel. Hälfte 2 läuft schon. Shaqiri. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Er hält drauf. Havertz. Ab auf die linke Seite. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Den nimmt er dankend entgegen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Groß. Hier ist Havertz. Spielverlagerung auf die linke Seite. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Und der Konter läuft. Es geht über links. Okafor. Der Ball fliegt rein. Ganz wichtige Aktion war das. Kimmich. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Groß. Hier ist Havertz. Gündogan. Gündogan gibt auf der linken Flanke richtig Gas. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Ricardo Rodriguez. Shaqiri. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ricardo Rodriguez. So, Fahne ist oben, Einwurf. Substitution for Switzerland. Number 23, Shaqiri. Number 9, number 19. Coming on the field, number 8, Freuler. Number 26, er versucht mit dem Abschluss. Number 20, er hätte drin sein müssen. Ganz stark, absolute Klasse. Der Mann zwischen den Pfosten hält sein Team im Spiel. Was ein Trick. Elbischer. Freuler. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Ein schwacher Pass. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Tempo Gegenstoß. Und das war's, der Referee pfeift die Partie ab. Das Spiel war bis zum Ende spannend. Hervorzuheben war die Abwehr, die den gegnerischen Stürmern das Leben verdammt schwer gemacht hat. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Dafür spielst du Fußball. Du gibst 90 Minuten alles und